Knapp 6000 Deutsche wandern jährlich nach Mallorca aus. Eine von ihnen, Birgit Unger. Die alleinerziehende Mutter lebt heute mit ihrem Sohn Nicolas in Sol de Mallorca im Südwesten. Vor 12 Jahren ist mir die Idee gekommen, ein Jahr auszusteigen und mal eine Pause zu machen. Ich war ja vorhin in Werbeagenturen tätig und immer sehr beschäftigt und hatte wenig Freizeit. Und Mallorca kam durch einen Urlaub, weil ich 3 Tage auf der Insel war und mir gedacht habe, warum eigentlich nicht hier? Und habe mich dann nach Wohnungen umgesehen und habe tatsächlich innerhalb von 3 Tagen ein Haus gefunden, das mir gefiel. Bin mit Schlüssel nach Hause geflogen und habe eingepackt und bin seitdem hier. Ein Jahr war geplant, aber jeden Sommer wird das Jahr um ein weiteres verlängert. Der Grund auszusteigen war eigentlich mein Sohn, weil ich mir ein bisschen Zeit nehmen wollte für ihn. Die Jahre gehen ja schnell vorbei, wo die Kinder noch im Haus sind. Und ich wollte ein bisschen mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen. Darüber hinaus ist sie auch beruflich am Ziel ihrer Wünsche angekommen. Ich kann sagen, dass ich von frühester Kindheit an immer den Traum hatte, mal ein eigenes Magazin zu leiten oder journalistisch tätig zu sein. Der Traum ist wahr geworden. Birgit Unger gibt seit bald 5 Jahren ihr eigenes Lifestyle-Magazin heraus. Das Deluxe Mallorca Magazin ist ein Luxusmagazin. Wir konzentrieren uns inhaltlich überwiegend auf Mallorca. Es geht um Yachting, Immobilien, Mode, alles was im hochpreisigen Segment interessant für den Lifestyle der Menschen ist, die auf Mallorca leben oder hier als Pendler ihre Wochenenden verbringen. Mallorca war übrigens schon immer auch eine Location für Jetsetter, schon immer gewesen. Also es gibt alte Fotos von Errol Flynn hier auf Mallorca, der hat hier oft seine Urlaube verbracht und hat teilweise hier gelebt. Und mit ihm viele andere. Einen Prominenten will Birgit Unger in der nächsten Ausgabe ihres Magazins porträtieren. Ein ganz besonderer Winzer. Professor Dr. Michael Popp, den wir heute treffen, ist fürs Magazin besonders interessant, weil er einer der bekanntesten Weingutbesitzer aus Deutschland auf Mallorca ist. Der noch dazu ein sehr bekannter Pharmazeut ist, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Mit Arzneien wie Sinopret hat es Professor Popp zum weltweiten Marktführer pflanzlicher Medikamente gebracht. Nach Mallorca bin ich gekommen, weil ich hier auch Heilpflanzen anbauen wollte. Aufgrund, möchte ich mal sagen, der intakten Umwelt. Beim Wein ist es ja genauso, wenn ich ein Naturprodukt habe. Ich kann nie Qualität hineinproduzieren, sondern die Qualität muss wachsen. Die muss wachsen vom Rohstoff, die muss wachsen auf dem Feld. Ja, und da ist die Idee dann natürlich entstanden, auch eigenen Wein zu produzieren. Und dieser Wein vom Castel Miguel ist ganz besonders. Ich habe den einzigen Wein weltweit mit einem Analysenzertifikat der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe. Und wir arbeiten daran zu lernen, wie können wir den Gehalt an diesen wertvollen Inhaltsstoffen erhöhen. Professor Popps Wein soll gesund machen, aber auch schmecken. Wein wurde ja sogar vor ca. 100 Jahren von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Man musste 10 Pfennig Flaschenpfand in der Apotheke hinterlassen. Aber es wurden damals schon die Weine definiert, die eben auf GKV-Rezept erstattet wurden. Warum ist das eigentlich abgeschafft worden? Die Verbindung von Gesundheit und Genuss interessiert Birgit Unger. Unsere Leser sind ja Gourmets und immer auf der Suche nach einem neuen, tollen Wein. Castel Miguel ist mehrfach ausgezeichnet worden für seine Weine und ich freue mich auf ein tolles Editorial über Wein. Seit 1999 gibt es das Weingut Castel Miguel in den Tramontana-Bergen. Zuvor wurden auf der Finca Schweine gezüchtet. Davor gehörte das Anwesen übrigens der Familie des spanischen Diktators Franco. Professor Popp hat aus dem historischen Bauwerk einen modernen Betrieb mitten in der Naturidylle geschaffen. Birgit Unger ist beeindruckt. Wie groß ist das Grundstück? Also die Finca hat insgesamt 16 Hektar. Mhm. Es ist der einzige Weinberg, den es auf Mallorca gibt. Und für Professor Popp ist die spektakuläre Umgebung ein ganz besonderer Ort. Dieses Tal kenne ich, seitdem ich das erste Mal auf Mallorca war. Ist auch mein Lieblingstal in Mallorca. Und von daher habe ich mich sofort entschieden, nachdem ich das gesehen habe, dieses Anwesen zu kaufen. Die
edelste Kreation des leidenschaftlichen Hobbywinzers, ein Premium-Rotwein, Cabernet Sauvignon. Ja, hier ist dann der Stairway to Heaven, so heißt ja auch mein Wein. Mhm. Stairway to Heaven, weil eben diese Terrassen vom Grund, Meereshöhe 200 Meter auf über 400 Meter, den ganzen Hügel bis zum Himmel hochgehen. Also ich habe auch ganz oben auf der Spitze auch noch Wein angepflanzt, nämlich den Weißwein. Mhm. Fünf verschiedene Weine, ein Sekt und hauseigenes Olivenöl werden auf Castel Miguel produziert. Obwohl es ein Hobby ist, wird auf dem über 500 Jahre alten Landgut absolut professionell gearbeitet. Ja, Frau Unger, darf ich Ihnen Herrn Bamsgers vorstellen? Mein Winzer aus der Pfalz. Ja, wir sind mittlerweile kurz vor der Reife, also Reife ist abgeschlossen soweit. Und kann man rauskriegen, dass die erntereif sind? Die Trauben werden weich, die Haut wird weich. Wenn man die Trauben probiert, hat man ein optimales Aromaprofil von der Trauben, von dem Geschmack, der Typizität der Sorte. Wie schmecken die, wenn man die jetzt so isst? Der Cabernet schmeckt im Moment so ganz leicht, vergleichbar wie grüner Paprika. Mhm. Die nahezu ursprüngliche Vegetation der Serra de Tramontana schafft optimale Bedingungen für einen Wein der gehobenen Klasse. Ja, Frau Unger, hier befinden wir uns jetzt im Weinkeller, in der Bodega, wo praktisch aus unseren Trauben dann der Wein produziert wird. Einzigartig ist hier, die Tanks, in denen die Trauben gären, sind nicht aus Metall, sondern aus edlem Eichenholz. Das Besondere ist an den Tanks, dass wir das Eichenholz nicht nur zur Lagerung in den Barriques einsetzen, sondern auch während der Gärung schon. Und dadurch hat man früher einen Sauerstoffkontakt und das Aroma wird mehr nach vorne gebildet. Hier haben wir den Grundwein zum Cabernet Sauvignon Stairway to Heaven 2010. Zwei Jahre lang reift der Wein von der Ernte bis zum Abverkauf. Den schwenkt man dann erst? Richtig. Aus welchem Grund macht man das? Dann mit der Luft. Mhm. Aus der Luft bekommt und somit im Fall der Stelle sein Aroma schon. Mhm. Und schlieren dieser Wein sich, was wirklich sehr hochwertige Qualität ist. Die Stellen heißen Kirchenfenster. Genau. Besser weiter unten fassen, dann hat man besser einen Schwenkwinkel. Mhm. Ah ja, deswegen hat das nicht geklappt. Und dann im Mund, wenn man den Wein im Mund hat, dann reinziehen, Luft reinziehen. Tempo ist auch noch da. Nee. Nein. Und Wein in den Mund nehmen und dann schlürfen. Muss ich noch üben. Mhm. Zum Abschluss präsentiert Professor Popp noch seinen besonderen Stolz, einen edlen Rosé der Spitzenklasse. Passt hervorragend zur Paella. Die Preise der Weine liegen eigentlich in einem guten Mittelfeld, vom Weißwein begonnen so ab die 12, 13 Euro bis zum Spitzenwein Stairway to Heaven 22, 23 Euro. Also ich glaube, dass ich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis biete. Das liegt auch daran, dass der Wein ein reines Hobby für den Pharmaunternehmer ist. Er kann es sich einfach leisten, damit kein Geld zu verdienen.